In diesem Video werden wir uns näher mit den Chancen und Herausforderungen im Kontext der Klimaanpassung beschäftigen. Wir setzen dabei an dem Punkt an, dass über die urbane Vulnerabilitätserfassung deutlich wurde, dass es eine Notwendigkeit zur Unterstützung der Bevölkerung im Umgang mit den Folgen des Klimawandels besteht. Politik und Verwaltung sind nun gefragt, um Strategien zur Anpassung zu entwickeln. Inzwischen besteht Konsens darüber, dass Klimaanpassung eine wichtige Säule neben der Mitigation der Vermeidung des Klimawandels darstellt. Und zwar, weil wir mit den Folgen des Klimawandels leben müssen und alle Mitigationsmaßnahmen, die heute ergriffen werden, also Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Eindämmung des Klimawandels, nur sehr langsam bzw. verzögert Effekte im Klimasystem zeigen werden. Dennoch werden Maßnahmen zur Klimaanpassung erst nach und nach umgesetzt bzw. zeigen sich eine Reihe von Herausforderungen und Hemmnissen bzw. auch Barrieren bei der Umsetzung. Wichtige Elemente für eine erfolgreiche Umsetzung von Klimaanpassung ist es, eine gute Informations- und Wissensbasis, wie zum Beispiel zur Vulnerabilität, sowie eine gute Kommunikation über die Notwendigkeit des Handelns bzw. ganz allgemein über die Gegenwärtigkeit des Klimawandels herzustellen. Weiterhin sollte auch Klimaanpassung proaktiv erfolgen. Also nicht erst, wenn zum Beispiel das Leben in einem bestimmten Bereich einer Stadt so durch Hitze- oder Flutereignisse beeinträchtigt wird, dass die Lebensqualität aufgrund zum Beispiel gesundheitlicher Beeinträchtigungen oder auch materieller Schäden zu groß sind. Zudem muss Klimaanpassung eine langfristige Aufgabe darstellen. Das heißt, dass Klimaanpassung eine feste Verankerung, zum Beispiel im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung, erfordert und bei der Planung mitgedacht werden muss. Schauen wir nun noch einmal nach Santiago de Chile und erinnern uns daran, dass der Anpassungsbedarf auf Basis der Vulnerabilitätsanalysen über Karten aufgezeigt und mit Vertretern der Gemeinden diskutiert wurde. Um herauszufinden, inwieweit das Potenzial besteht, die vorgeschlagenen Anpassungsmaßnahmen umzusetzen, wurden Interviews mit Gemeindevertretern durchgeführt. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass zum Zeitpunkt der Befragung, das war in den Jahren 2014 und 2015, die Kapazitäten in den Verwaltungen noch weitestgehend fehlten. Das verwundert zunächst nicht, da das Thema Anpassung insbesondere in Chile zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Agenda stand und insgesamt nur sehr wenig Wissen zum Klimawandel vorlag. Zudem hat sich gezeigt und ist natürlich auch im Zusammenhang mit fehlendem Wissen zu begründen, dass Anpassungsmaßnahmen, wenn überhaupt, nur reaktiv gedacht wurden. Da es eben zu diesem Zeitpunkt keine Anpassungsstrategien gab, sondern nur einen nationalen Klimaaktionsplan und der urbane Kontext nur im Zusammenhang mit der besonderen Betroffenheit von Küstenstädten adressiert wurde. Daher überrascht es auch nicht, dass es eben nur reaktiv gehandelt wurde. Und infolgedessen erscheint es logisch, dass es keine langfristige Perspektive gab, sondern wenn überhaupt nach kurzfristigen Lösungen gesucht wurde. Im Zusammenhang mit der vorherigen Folie hatte ich gesagt, dass die Erkenntnisse zu den Herausforderungen und Hemmnissen in Santiago de Chile auf Experteninterviews basiert. Hier möchte ich jetzt noch etwas in die Tiefe gehen. Die Analyse basiert auf dem sogenannten Adaptive Capacity Wheel, einer Methode, die entwickelt wurde, um die Eigenschaften und Kapazitäten von Institutionen zu bewerten. Und zwar diese Kapazitäten, die die Institutionen aufweisen, um eine Anpassung der Gesellschaft an den Klimawandel zu ermöglichen bzw. zu fördern. Hier geht es also um die Anpassungskapazitäten von Institutionen und nicht um die individuellen Coping Capacities, also die Bewältigungskapazitäten der Bevölkerung,
die im Kontext der Vulnerabilitätsanalyse im Vordergrund standen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Institutionen, die Anpassungsfähigkeit fördern, solche sind, die erstens die Einbeziehung einer Vielzahl von Perspektiven, von Akteuren und Lösungen fördern, zweitens soziale Akteure befähigen können, kontinuierlich zu lernen, drittens soziale Akteure motivieren können, ihr Verhalten anzupassen, viertens Führungsqualitäten mobilisieren können, fünftens Ressourcen für die Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen mobilisieren und sechstens die Prinzipien einer gerechten Regierungsführung umsetzen. Diese sechs Dimensionen sehen Sie im inneren Kreis dargestellt. Hinzu kommen zwei weitere Dimensionen, um wichtige psychologische Determinanten der Anpassungsfähigkeit anzusprechen, die im ursprünglichen Ansatz noch nicht berücksichtigt wurden. Das sind die beiden Dimensionen Anpassungsmotivation und Anpassungsüberzeugung. Diese acht Dimensionen sind mit Kriterien untersetzt, die sich anhand von beispielsweise Interviews qualitativ bewerten lassen. Es erfolgt also eine Untersetzung der Dimensionen bzw. Kriterien über Interviewfragen. Die Interviews können über eine qualitative Inhaltsanalyse analysiert und dann entsprechend der Dimensionen bewertet werden. Gehen wir nun wieder zurück nach Santiago de Chile, wo das Adaptive Capacity Wheel angewendet wurde. Und nehmen wir das Beispiel der Dimension Room for Autonomous Change und das Kriterium Ability to Improvise. Hier wurde von einer befragten Person gesagt, am Ende, auch wenn ich eine Reihe von Bedenken der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen kann, gibt es einen Kapitän auf diesem Schiff, der uns sagt, wohin wir fahren und der diese Initiativen bündelt und priorisiert. Und das ist der Bürgermeister. Hier kann man folglich qualitativ bewerten, dass es wenig Möglichkeiten gibt, unabhängig von einer einzigen Person Veränderungen herbeizuführen. Daher stellt sich die Frage, wie notwendige Anpassungsmaßnahmen überhaupt ins Bewusstsein und auf die Agenda kommen können. Im Weiteren stellt sich die Frage, wer Maßnahmen am Ende umsetzt. Denkt man dieses Beispiel weiter, dass bestehende Kapazitäten nicht ausreichen, beziehungsweise bestehende Strukturen es erschweren, Anpassungsmaßnahmen umzusetzen, stellt sich die Frage, welche Handlungen in diesem Kontext zielführend sind. Sollte es das Ziel sein, Maßnahmen weiter zu verfolgen, die Schäden zukünftiger Ereignisse vermeiden bzw. minimieren, indem man sich an negative Auswirkungen anpasst, zum Beispiel durch Deiche, Mauern, Dämme oder auch Retentionsflächen? Beziehungsweise reicht das aus oder ist das möglich? Hier kommt das Konzept der Resilienz ins Spiel, welches im eher klassischen Sinne meint, auch wenn es durchaus eine Vielzahl weiterer Definitionen gibt, dass es darum geht, die Widerstandsfähigkeit eines Systems zu erhöhen. Also im Sinne eines Bouncing Back des Status quo ex ante. Kann aber Resilienz allein durch Anpassung erfolgen, um besser mit zukünftigen Ereignissen umzugehen, um zum Beispiel Vulnerabilitäten zu reduzieren? An dieser Stelle setzt der Gedanke der Transformation an. Es stellt sich hier nicht nur die Frage, ob es nicht strukturelle Veränderungen braucht, die tatsächlich an den Wurzeln ansetzen, also zum Beispiel an den sozialräumlichen Ungleichheiten, wie ja am Beispiel der Vulnerabilität im vorherigen Video aufgezeigt, oder an den Kapazitäten von Institutionen, wie durch das Adaptive Capacity Wheel verdeutlicht wurde. Ist es vielleicht vielmehr zielführend, durch Veränderungen der Rahmenbedingungen ein Bouncing Forward zu erreichen und tatsächlich Strukturen zu verändern? Wir müssen uns also wieder die Frage stellen, was ist das Ziel? Geht es um mehr als um Anpassung? Geht es darum, radikale Veränderungen und Anpassungen der städtischen Bedingungen einschließlich Aktionen und Maßnahmen von Strategien zu erreichen, die dann die Stabilität eines aktuellen Systems herausfordern?
muss es eher dem IPCC folgend darum gehen, Veränderung grundlegender Eigenschaften eines Systems zu erreichen, wie zum Beispiel Veränderung von Wertesystemen, regulatorischer, legislativer oder bürokratischer Regime oder auch von den Finanzinstitutionen oder technologischen und biologischen Systemen. In jedem Fall spielen soziale, kulturelle, ökonomische und politische Faktoren eine sehr wichtige Rolle. Diese überlagern sich oftmals und interagieren miteinander, sowohl räumlich als auch zeitlich. Das heißt, dass es systemische bzw. holistische Ansätze braucht, um Veränderungen, in diesem Fall Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels, zu erreichen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es bereits bei der Vulnerabilitätsanalyse sehr wichtig ist, strukturelle Veränderungen, Interaktionen und Kausalitäten zu beachten. Bei der Anpassung ist es sehr entscheidend, ob und welche Kapazitäten vorhanden sind, um erforderliche Maßnahmen umzusetzen. Also hier der Blick auf die Institutionen. Möchte man tatsächlich Stabilität erreichen und über kleine inkrementelle Veränderungen hinausgehen, die vielleicht nur kurzfristig zu Lösungen führen, muss man eher in einem Bouncing Forward denken. Hierfür kann es wiederum unausweichlich sein, radikale Veränderungen im Sinne von Transformationen zu verfolgen. In diesem Kontext spielt einerseits das Wissen über komplexe Zusammenhänge eine wichtige Rolle, aber auch die Kommunikation sowie das gegenseitige Lernen voneinander sind wichtige Elemente, wie ich im nächsten Video weiter thematisieren werde.